Ein weiterer Part, es geht weiter mit dem 14. Teil des Minecraft Diamant Let's Plays. Und ich bin jetzt gerade hier noch am Netherrack aufbauen hier. Dass hier immer mal alles auf Netherrack besteht. Und die Decke muss ich auch noch rausreißen und aus. Na, das Oberfläche, ich glaube, das lasse ich lieber. Oder die Decke lasse ich das lieber, weil da Oberfläche ist. Sonst sieht man das Netherrack an der Oberfläche. Das sieht nicht so schön aus, wenn das Netherrack an der Oberfläche wäre. Also Netherstein heißt es auf Deutsch. 5 Diamanten habe ich jetzt noch. Aber ich habe auch nicht mal so viel Netherstein, das heißt, ich muss erstmal noch quasi ein neues holen. Hier soll das dann alles komplett dann mit Netherstein aufgefüllt werden. Ich fülle ja alles wieder mit Netherstein auf, was ich hier abgrabe. Geht sogar schon bis hier. Aber weiter sollte das nicht gehen. Die Decke da oben will ich nicht machen. So sieht erstmal alles ausgefüllt aus. Da ist noch ein Wasser. Da ist auch noch ein fehlender Block. Jetzt dürfte erstmal alles ausgefüllt im Netherrack, außer. Hört man ja auch schon, dass das Gras da oben ist und deswegen will ich darum nicht weiter weggraben. Feuerzeug brauche ich jetzt gerade mal da auch nicht. Muss man hier reinpacken. Und es wird dunkel. Man sieht hier, die Sonne geht schon wieder unter. Aber bisher habe ich noch keine andere Baumart aus anderen Gefilden hier geholt. Texturpakete habe ich auch keine. Also könnt ihr mir vielleicht mal welche vorschlagen, welche ich nehmen soll. Ich schreibe mal. Welches Texturpack soll ich verwenden? Also welches Texturpaket soll ich verwenden? Könnt ihr mir dann einfach mal sagen. Ja, die Schere hat auch ein relativ hohes Überability. Aber ich habe noch ein bisschen mehr, was ich wegschmeißen kann. Seeds brauche ich. Nein, das ist unter Pflanzen. Ich füge das mal rein. Ein weiterer brauner Pilz. Und hier, na ja, doch. Hier ist alles voll mit Stein. Jetzt ist da alles mit Netherrack. Jetzt besteht hier alles aus Gras, deswegen darf ich das dann nicht weggraben. Klingt alles nach Gras. Das Gras da unten, da wo das dann. Aber das Bett müsste ich eigentlich auch mitnehmen, mit dem. Ja, das Bett nehme ich natürlich mit. Und dann nehme ich natürlich auch ein bisschen mehr Cobblestone mit. Cobblestone, wenn ich mich dann über Wasser bauen kann. Naja, wir sind Sand ausgebeutet. Oh, jetzt nehme ich hier meinen Weg hin. Um dazu der einen Insel, die man da gesehen hat, hinzukommen. Da ist ein Sand eingekracht. Dann baue ich mich zu der einen Insel hin. Guck mal, weit ich dann bin, wenn ich den Stack aufgebraucht habe.
12 Minuten Aufnahme, weil Let's Play Teil 14. Und da ist die Insel. Und da ist eine Savanne. Da ist so eine normale Taiga, oder? Da finde ich schon mal eine Savanne. Das heißt, da habe ich schon mal andere Holzarten, die ich dann herholen kann. Und zwar Akazienholz kann ich mir dann auch seitdem jetzt auch holen. Ich will immer mal alle 6 Holzarten züchten zu Hause. Was ich bei meinem normalen Let's Play ja auch schon tue. Da züchte ich die auch schon eins. Habe ich dann natürlich in den letzten beiden Parts da erstmal. Glaube ich, gehe jetzt hier weiter. Aber in den letzten beiden Parts habe ich dann nämlich nur nach Dschungeln gesucht, aber keinen gefunden. Deswegen werde ich das erst auf Part 60 verschieben. Oder nach 60. Nach dem 60 Abo Special würde ich das machen. Übrigens, also ich spiele auch Schach. Also ich bin nicht nur Minecraft spielen den ganzen Tag. Ich spiele auch gerne Schach. Also ich bin auch auf Chess bin ich. Da heiße ich auch Henry Schach. Auf Schacharena war ich eigentlich, wo ich ja durch Inaktivität war. Ich war nämlich im Weichenland sehr inaktiv. Und da hatte ich natürlich auch plötzlich ganz viel Timeouts, weil Gangknote gehabt, dass ich auch Henry Schach heißt. Also ich bin auf Gangknote und auf Chesky und heißt Henry Schach. Meine Elo-Werte sind so um die 1300. 2300. Bei Chesky wieder bei 1300. Und bei Gangknote bei etwas mehr als 1100. Und jetzt baue ich mich ja weiter bis zur Savanne. Ganz viel Wasser. Ah, ich komme so noch nicht ganz an, aber ich kann hier noch mit Erde weiterbauen. Das sieht zwar nicht so schön aus, aber ich kann hier mit Erde weiterbauen. Durch das ganze Gebäude bin ich jetzt schon auf Mittag angekommen. Aber ich bin hier gleich bei der Küste. Da sehe ich schon, das wird wieder mit den Blöcken höher. Das heißt, ich bin jetzt bei der Savannenküste. Zack, jetzt bin ich bei der Savanne angekommen. Eine relativ kleine Savanne. Da ist ein weiterer Fichtenwald. Und ich muss jetzt die Axt holen. Holz, ich mache hier die Bäume ab. Wäre doch schön, wenn ich dann auch zu Hause Akazienholz züchten kann. Und muss ich wieder einen Hof bauen, um dahin zu kommen. Ich hau jetzt erstmal hier alle Bäume, die hier sind, ab. Die sind relativ setzlingsreich, habe ich festgestellt. Die Savannenbäume, die bringen relativ viele Setzlinge. Wie bei Minecraft Customize 3 Let's Play. Da habe ich im Moment zwar nur 3 Teile, aber der erste Teil ist eine Stunde lang. Geht auch noch weiter. Noch ein weiterer Baum hier. Ein weiterer Ast. Und hier ist noch ein Ast. Weiter geht's nicht. Die Axt ist auch schon zur Hälfte aufgebraucht. Sieht man auch, dass der Balken jetzt gelb geworden ist. Und das, die Bäume da hinten, das soll ja ein normaler Baum. Eichenbäume habe ich bisher auch noch keine. Ich habe schon mal 2 Akazien-Setzlinge, aber ich warte noch mal ein paar mehr ab. Man, die Schafe hier.
Da sieht man sogar noch mein eigenes Haus. Das ist gar nicht so weit von der Savanne entfernt. Ich kann das nur wegen der kleinen Sichtweite nicht sehen. 5 habe ich schon. Da liegen noch mehr rum. 6. Schon 6 Akazien-Sitzlinge. Hier liegen bestimmt auch noch 2, 3 weitere. 8. Lang 2. Aber 8 Sitzlinge reichen erstmal. Jetzt ist sowieso noch. Nein, das. Ja, es ist noch nicht ganz Abend, das heißt, ich kann sowieso noch ein bisschen mehr abholen hier. Muss ich natürlich im heimischen Gebiet, das da hinten schon ist. Ab hier sieht man es. Also ab hier ist das Haus sichtbar, erahnbar. Ab hier kann man es richtig sehen, also hier auf der Insel. Mit den Akazienbäumen, da sind noch mehr Fichten, das sind einzelne Inseln, so hier ist ein großer Ozean dazwischen. Die sind wirklich ziemlich ertragsreich, weil ich jetzt schon 4 Bäume oder 5 habe ich abgeholzt. Ich habe jetzt schon 8 Setzlinge und die Bäume sind noch nicht alle zerfallen. Da liegt auch noch 2, 3 weitere sogar. Die liegen bestimmt auch wieder 3. 13. 13 Setzlinge, da liegt noch einer. Und die liegen bestimmt auch nochmal 2 bis 3 weitere. Halt noch welche unter Wasser. So 16 Setzlinge dürfen. Wir holen die nicht auf hier. Das war nur ein bisschen verbuggt hier. Das war anscheinend schon einen, den ich aufgenommen habe. Aber jetzt ist sowieso auch dunkel. Ich muss jetzt nach Hause zurück. Das ist eigentlich nicht weit weg von. Also wirklich nicht weit weg. Cobblestone. Habe ich mit Cobblestone einen Weg gebaut, weil wir dann mussten nämlich nicht schwimmen. Weil Schwimmen dauert länger und darauf braucht noch mehr Hunger, als man so läuft. Ah, das ist ein Spiel, was ich da habe. Locus Duo. Aber jetzt bin ich erstmal wieder zu Hause angekommen mit 42 Akazienholz und 16 Setzlingen. Ich hier auch mal diesen Wald da hinten roden und da hinten die Akazien zu versehen. Wenn man so guckt, dann sieht man links in der Ecke sind Akazien. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht so weit weg zu laufen. Jetzt erstmal wieder ein bisschen dummeln, schlafen. Und welche Texturpack soll ich verwenden? Das wächst auch mittlerweile wieder das Zuckerrohr. Ich glaube, ich werde mit der Axt hier erstmal weiter Bäume abroden hier. Für den Rest des Parks. Um jetzt mal hier eine relativ freie Fläche zu erhalten, um da die Akazienbäume hinzusetzen. Sonst käme das mit der Naturschutzorganisation. Die würde dann anklingeln und würde sagen, hey, du holst die Bäume ab. Das darfst du nicht. Dafür würdest du für eine Geldstrafe von 1 Million Euro verurteilt. Also hier könnte ich aber nicht 1 Million Euro auf einmal so aufbringen. Also 1 Million Euro kriege ich ja nicht so einfach hin. Da muss man im Lotto schon mal so 6 Richtige kriegen, um das überhaupt hinzubekommen. Und diese 2x2 Bäume, die nerven immer ein bisschen. Das ist zum Glück nur einer Baum. Das ist auch ein einer Baum. Generell mag ich Fichten nicht so gerne in Minecraft, weil die immer so hoch und wenig
wenig Blätter, aber die droppen hier noch ordentlich Setzlinge. Da sind ja noch zwei angepflanzte Setzlinge. Die würde ich am besten nicht mehr wegmachen. Da fallen direkt schon die ersten Setzlinge. Das ist so eine kleine Insel und da ist direkt so ein Riesenbaum dran gewachsen. So, hier sind auch wieder zwei Riesenbäume. Und diese Mammutbäume. Ah, da sind noch viel mehr solcher Mammut 2x2 Bäume. Den holze ich nochmal ab. Also generell werde ich versuchen, meistens immer so etwas mehr 20 Minuten Aufnahme. Das sieht nicht so schön aus mit den drei schwebenden Holzblöcken. Und da schwebt auch noch Holz. Das ist noch ein bisschen mehr Holz am Schweben, was ich da alles noch wegmachen muss. Das schwebt da schon seit einigen Parts, als ich das mal angezündet habe. Seit dann schwebt das da schon oben. Und den Timber Mod, den könnte man hier ganz perfekt nutzen. Einfach habe ich den natürlich nicht installiert. Ich weiß gar nicht, ob es den schon für 1.8 gibt. Und jetzt kann ich mich hier spiralförmig runtergraben. So kann man sich dann spiralförmig nach unten graben. Und dann jetzt anschließend das Holz hier am unten. Die sind aber ganz schön holzreich, diese hier. Holzreiche Gegend. Und es dauert auch so ungefähr eine Minute oder na, zwei Minuten. Und eine so eine. Und hier noch den moosigen Kobbel mitnehmen. Ich muss jetzt so viel wegnehmen hier. Da springen, denke ich, auch schon hier Setzlinge ab. Oh, so moosiger Cobblestone, der stört eigentlich ein bisschen hier. Also moosiger Cobblestone, nicht moosiger. Ich sag immer irgendwie immer moosiger, also aber moosiger. Moosiger Kobbel. Jetzt zerfallen hier noch ein paar Fichtenbäume. Ich habe ja so viele Fichtensetzlinge, ich kann das hier jetzt vielleicht aufforsten. Was wenn ich da ein Akazien-Setzling platziere und das hier als ein Feiergrabe hier. Den Lavasee hier, das ist sozusagen meine Lavaquelle, wo ich immer das Lava beziehen werde. Den Eingang auch noch ein bisschen schöner machen. Den Balkon, weiß ich auch nicht, wofür ich den verwenden komme, aber so sieht das Haus von der Seite aus. Jetzt einfach mal, dass eine Akazie verbrennen soll. Oder möglichst viele verziehen wir hier hin. Die ganzen braunen Pilze hier. Das ist ein bisschen eng. Hofft man nicht, dass das Haus abbrennt hier. Boah, hier ist so viel Holz. Hohoho. Da ist schon viele 64er Stacks, und da kann natürlich das auch rein. Und wieder so Setzlinge, ha. Und wieder Pilze. Sieht brotleibig. Gemoster Kobbel kommt natürlich hier rein. Kobbel kommt hier rein, Fackeln brauche ich noch. Oh, ich bin wieder bei knapp 20 Minuten, da hoffe ich mal, dass es wirklich gefallen hat, der Part. Bis jetzt, ich werde noch 2 Minuten machen. Ich habe hier, will jetzt richtig hier einen Akazienwald haben. Dass er hier die Lava ausbreiten lässt, dass sich hier alles entzündet, da unten. Damit da das Holz noch verschwindet. Aber früher hätte ich das Ganze so mit Knochen hier machen. Einfach so verschwindet. Jetzt ist der Baum gewachsen.
Lass ihn einfach mal hier abbrennen. Knochen habe ich sowieso unendlich verfügbar, weil ich ein Skelett-Dungeon gefunden habe. Okay, nochmal mal Yang 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 und hoffen mal, dass der Part euch jetzt gefallen hat. Dann gebt dafür Daumen nach oben. Ein Favorisieren würde auch freuen, genauso wie ein Teilen, damit ich ein bisschen bekannter werde und also ein paar mehr Aufrufe, ein paar mehr Abonnenten und abonnieren, dann kriege ich sowieso ein paar mehr Abonnenten. Bis dann und ciao.